Hallo Leute, kommt zurück zur nächsten Folge von der Road Chloe. Ich werde jetzt die nächsten Matches machen. Warten auf Netzwerk schon wieder. Jetzt warten auf Netzwerk, ey, das ist manchmal echt Pisser. Machen wir es so, versuchen wir, ob es jetzt läuft. Dann spackt's einfach ab. Alles klar. Ey, ist echt mal schon Pisse. Dann, ja, sehen wir uns gleich wieder im Match. Willkommen zurück. Hab meinen Gegner gefunden. So. Und jetzt wird schön die nächste geholt und die nächste schon mal angefangen. Und dann haben wir schön alle Karten. Ja, 3-0 schon mal drin. 4-0 meinte ich. Mann, ich bräuchte mal ein paar Gesprächsthemen. Ihr könntet mir ja mal in die Kommentare schreiben, unter den Videos, die ich jetzt bisher hochgeladen habe, irgendwelche Gesprächsthemen schreiben. Für die nächsten Events. Für dieses nicht mehr, aber für die nächsten wäre das ganz geil. Dann hätte ich wenigstens wieder ein Gesprächsthema und ja. Auf jeden Fall werde ich mir die WrestleMania alles bis zur WrestleMania machen. Also ich werde auch die WrestleMania noch holen. Auch wenn es kein Pro ist. Eddie Guerrero ist ja dann Pro und dann habe ich ja wieder einen schönen Pro verdient. Und ja, man könnte das ja alles gebrauchen. Man könnte ja die WrestleManias immer gebrauchen. Sagen wir es mal so. Und ja, ich erzähle euch immer noch von Plänen. Vielleicht kommt bald ein neues Projekt wieder bei mir oder naja, ich weiß nicht, vielleicht auch bleiben erstmal die Projekte so bestehen bleiben. Aber vielleicht versuche ich es bald mit einem Kollegen von mir, beziehungsweise mit meinem Partner. LPGTA, LP sage ich jetzt mal, Videos zu machen, zusammen hier Dings zu machen. Ach, wie heißt das? Dann geht ihr auch online Let's Plays. Ich könnte ja den fragen, ob er Lust hätte, mit mir sowas zu machen. Spear. Nice. Er macht seinen Finisher. Ich gehe jetzt mal auf mobile Daten rüber, weil ich Leute, ich mach mal einen ganz kurzen Cut. Wir sind immer noch hier im Match. Ich habe nicht weiter gemacht ohne euch. Ich müsste nur mal kurz was machen. Vielleicht werde ich auch noch davon 4 Folgen machen, also die restlichen. Also dann wie ich die Titanen mehr grinde und dann die WrestleMania oder mehrere Videos. Ich weiß nicht, ob ich für jede Karte mache. Ich glaube, ich mache jetzt nur mal hier für die mal und für die nächste.
glaube, das ist das letzte Match und dann mache ich, glaube ich, zu Wort, glaube ich, nur Aufnahmen, wenn ich die Titan fast habe und dann zur WrestleMania und das war's. Glaube ich auch, wenn ich alles aufnehme. Wird auch nur, weil ich guck dann mal noch, vielleicht entscheide ich mich auch dafür, alle zu machen. So, Chris Jericho haben wir auf jeden Fall gleich. Was kommt rausgezaubert? Ein Titelkampf. Nice. Ja, da haben wir noch Chris Jericho noch schneller. So, und dann können wir noch ja, die 15 Punkte für Bray Wyatt holen. Ich glaube ja, ich mache es jetzt nicht jede Karte dingsen. Oder ich mache jede Karte kurz vorm Ende. So kann man es ja auch machen. Also die jetzigen, bei den zwei Anfangskarten kann man es so machen. Bei den letzten mache ich es so kurz vor dem Ende aufnehmen. Bevor ich die letzten Punkte habe. So machen wir es dann jetzt und dann. So. Okay. Tag Team, das machen wir mit denen. Wir weiter unsere Pünktchen. Ah, ist er von uns verliert? Ne, ist er von uns gewinnt. Nice. Hätte ich nicht gedacht. Okay, also ist das mal das letzte Match für die Aufnahme. Wir sehen uns dann später wieder. Wenn ich dabei bin. Private beenden. So, ich mache einfach das, weil ich möchte morgen links trotzdem zu Ende plänen. Ist wichtig. Sowieso Scheißkarten, von daher nicht so schlimm. Und dann sage ich ciao wieder.